Es ist meine Ehre, euch hier zu sehen. Denn eigentlich sollten wir doch alle Veganer sein. Sollten alle Menschen Veganer sein. Ich bin generell sehr gut darauf zu sprechen, weil ich selber auch ein ganz, ganz starker Veganer bin. Ich esse relativ viel Fleisch. Aber ich werde, gerade wenn ich dann anfange mit Arbeiten, werde ich verstärkt darauf achten, beziehungsweise dann nur noch Fleisch vom Fleisch oder von dem Fleisch erholen, wo ich sage, da sind die Tiere gut wie aufgewachsen. Ne? Also kommt aus guten ländlichen Verhältnissen. Oder halt, ich verzichte einfach zum Teil. Weil es ist halt wirklich, was du dort so siehst, wie die mit, also wie das dort abläuft in solchen großen Konzernen, das tut mir, wirklich, muss ich sagen, das tut mir einfach nur leid. Es tut mir einfach nur leid. Ich esse mittlerweile schon gar kein Schoko. Ich esse, by the way, auch kein Schoko mehr weiter. Wir haben tatsächlich uns letztes Mal Schoko gekauft, wo kein Palmöl mehr da ist oder mehr drin ist. Hat ganz gut geschmeckt, aber wirklich kostet halt extrem viel. Aber mache ich jetzt auch, achte ich auch mehr drauf, weil ich mir so sage, dafür kannst du das Geld investieren. Für Sachen, wo du auch irgendwas für die Umwelt tust. Seit Jahren ernähren sich in der westlichen Welt immer mehr Menschen vegan. Das heißt, keine tierischen Produkte. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch, keine Eier, kein Käse. Nee, das ist mir too much. Also, hier geht's gerade um Veganer. Also, mein Bruder, der macht zum Beispiel halbes Jahr lang vegan, halbes Jahr lang vegetarisch und halbes Jahr lang Fleischkonsum. Und ich kann ihn da schon verstehen mittlerweile. So, der achtet auch wirklich so darauf. Aber vegetarisch sage ich ja, bei vegan sage ich nein. Einfach bei vegan, da brauchst du noch so Zusatzstoffe und sowas. Und dazu finde ich vegan, muss auf jede Scheiße achten, darauf habe ich gar keine Lust. Auch in Deutschland werden immer mehr Menschen Vegetarier und Veganer. Da drängen sich schnell einige Fragen auf. Ist das gut? Sollten sich mehr Menschen vegetarisch oder sogar vegan ernähren? Vielleicht sogar alle Menschen auf der Welt? Was wären die Konsequenzen? Wie sähe unsere Gesellschaft aus? Vorweg, vegane Ernährung wird recht hitzig diskutiert. Beide Seiten der Debatte fühlen sich schnell belehrt und angegriffen und es kursieren sehr viele Fehlinformationen zu dem Thema im Internet. Die Studien, auf die wir uns in diesem Video berufen, findet ihr alle zum Nachlesen in der Beschreibung. Weder David noch ich sind vegan. Wir versuchen allerdings, uns zumindest in weiten Zügen vegetarisch zu ernähren. So. Gerade im Westen sollten wir durchschnittlich deutlich mehr pflanzliche Produkte essen. Und die Basis, und das empfiehlt ja auch jede Fachgesellschaft rund um den Planeten, sollte eine pflanzenbetonte, also mindestens 75% pflanzliche Ernährung sein. Das ist Nico Rittenau, Ernährungsberater und Experte für vegane Ernährung. Alter, irgendwie kein Scheiß, der erinnert mich so ein bisschen an Sascha Stark, Leute. Mit einem starken YouTube-Kanal. Vegan zu essen kann sehr gesund sein. Der komplette Verzicht auf tierische Produkte ist laut Rittenau aber in erster Linie eine ethische Entscheidung. Klar ist, mehr pflanzliche Produkte... Ach nee, Naked Survival, ich habe gerade an Naked Attention gedacht. ...ist prinzipiell erstmal gesund. Veganer sind zum Beispiel seltener übergewichtig. Sie sind im Schnitt schlanker als Vegetarier, die wiederum schlanker als Fleischesser sind. Das haben sehr groß angelegte Studien festgestellt. Die Forscher haben darauf geachtet, dass das nicht am Lifestyle der jeweiligen Personengruppen liegt, sondern tatsächlich an der Ernährung. Veganer und... Ja, stimmt. Die Leute, die gerade eben den Sub bekommen haben, warte. Schneeflocke, Severave und Otte. Ihr seid im Club... Der Anti-Merus. Der Rest liebt immer noch Meru, wollte ich bloß sagen. Zu einem gewissen Grad auch Vegetarier erkranken im Schnitt seltener an Diabetes Typ 2. Das gleiche gilt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten. Okay, also da ist klar, Bruder. Das heißt nicht, aber ich bedanke mich trotzdem, dass alle Fleischesser dick und ungesund sind und ein veganer McChicken macht trotzdem nicht dünn. Bei veganer Ernährung gilt es, wie bei jeder Form der Ernährung, einiges zu beachten. Für Vitamin B12 muss man als Veganer Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um keinen gefährlichen Mangel zu bekommen. Sonst drohen irgendwann Blutarmut, Gedächtnisschwäche, chronische Müdigkeit und Krämpfe. Und auch darüber hinaus muss man sich einige Fragen stellen. Wenn du keine Milch trinkst, ist die Frage, woher kriegst du dein Kalzium? Wenn du kein rotes Fleisch isst, ist die Frage, woher kriegst du Eisen? Wenn du kein Fisch isst, woher kriegst du Jod, Omega-3? Woher kriegst du insgesamt genügend Protein etc.? Das Schöne ist, dass ja all diese Nährstoffe nicht nur im Tier sind.
Heißt, man kann sich als Veganer trotzdem ausgewogen und gesund ernähren. Um es richtig zu machen, muss man sich aber schon sehr viel mit seiner Ernährung beschäftigen und entsprechend Zeit investieren. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube wirklich, das Problem, und ich brauche wirklich auch wahrscheinlich einen Ernährungsplan, damit ich Sport durchziehen kann. Ich habe vorhin übrigens Sport gemacht, wollte ich bloß sagen, ne? Also die Leute, die neu dazugekommen sind, habe ich schon am Anfang gesagt, ich habe gerade hier noch einen kleinen Shake getrunken. Ich brauche eigentlich einen Ernährungsplan, wo ich mir sage, so und so viel esse ich, so viel darf ich essen, bla bla bla. Nicht jeder hat diese Zeit, oder? So, wir müssen uns jetzt hier noch weiter mit Veganismus auseinandersetzen, ist ein wichtiges Thema. Ich wäre gar nicht bereit, Veganer zu werden, ne? Jeder kann das nachgehen, was er will, aber nee, das ist für mich ein bisschen too much, das vegane Zeug. Ihr könnt ja mal schreiben, könntet ihr Veganer sein? Oder könntet ihr euch vorstellen, vegan zu leben? Oder könntet ihr es genauso wie ich nicht euch vorstellen, vegan zu leben? Das Bedürfnis, so tief in Nährwerttabellen einzusteigen. Und gerade bei Kleinkindern, Schwangeren und schwachen Menschen sind Mängel in der Ernährung besonders gefährlich. So oder so sollten wir den Konsum von tierischen Produkten zumindest reduzieren. Deutsche essen pro Person im Durchschnitt ca. 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Hier würde auch die Hälfte oder noch weniger genügen. Das ist Professor Dr. Buchmann von der ETH Zürich. Wir können 10 Milliarden, wir können auch mehr Milliarden Menschen ernähren, aber nicht mit dem jetzigen Ernährungsstil, den wir insbesondere Stil. In den Industrieländern fröhlich. Die Menschen, die einfach statt Stil sagen, es ist einfach, ich weiß nicht, warum das immer so alte Menschen sein müssen, die Stil sagen. Die Weltbevölkerung wächst und wächst und wir müssen jedes Jahr mehr Menschen ernähren. Außerdem wollen Menschen in Entwicklungsländern mit wachsendem Wohlstand auch immer mehr Fleisch essen. Aber unsere Ressourcen sind begrenzt. Es gibt einfach nicht genügend Platz, um zum Beispiel ausreichend Mais und Soja für die Schweinemast anzubauen. Jedes Jahr wird deshalb unter anderem der Regenwald abgeholzt, um immer mehr Schweine und andere Tiere zu ernähren, die wir dann wiederum essen. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen ein Nahrungsmittel ernähren kann, achtet man oft auf die jeweiligen Kalorien. Die globale Landwirtschaft nutzt circa die Hälfte der bewohnbaren Fläche auf dem Planeten. 4/5 gehen davon nur für Tierhaltung und ihr Futter drauf. Dabei springt dann trotzdem nur 1/5 der Kalorien raus, die die Menschheit so benötigt. Das Ganze ist super ineffektiv. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja mega ineffektiv. Das Ding ist halt, ja, aber dann muss man einfach mehr Obst, mehr Gemüse fressen, ne? Wir müssen uns, oder einfach mal zu Mais pflücken und direkt fressen, das Zeug. Effizient und super schlecht fürs Klima. Die globale Tierhaltung macht ca. 14,5% aller menschengemachten Emissionen aus. Das liegt zum Beispiel an den Tieren selbst und daran, wie Fleisch verarbeitet und transportiert wird. Nehmen wir mal 100 Gramm Protein. Pflanzliche Produkte brauchen so gut wie immer viel weniger Platz und haben eine viel bessere Klimabilanz als tierische Produkte. Würden wir viel mehr Pflanzen anbauen, die wir direkt snacken, bräuchten wir viel weniger Fläche, um die gleiche Anzahl an Personen zu ernähren. Ein großer Teil der Mais- oder Sojafelder wäre dann nutzlos und hier könnten wieder Wälder entstehen. Diese Wälder würden dann wiederum viel mehr CO2 aus der Luft binden. Wie wäre es, wenn man Fleisch mit Obst und Gemüse füllt? Ja, Leute, lass doch einfach eine Fleischpflanze wachsen. Es gibt doch bestimmt, guck mal, es ist eine Fleischtomate. Guck mal, damit hat es doch begonnen, Fleischtomaten. Was gibt es denn auch so für Fleischprodukte? Damit beginnt es doch. Wir brauchen einfach solche Fleischprodukte. Als zum Beispiel ein Acker. Eine Hackfleischtomate oder so. Das könnte außerdem Ökosysteme entlasten und die Artenvielfalt sichern. Dafür müsste sich laut Professor Dr. Quaim an der Universität Göttingen aber die Landwirtschaft auch grundlegend ändern. Wir müssten dann weniger Getreide anbauen und Daniel, mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, um eine ausgewogene Ernährung auf pflanzlicher Basis sicherstellen zu können. Die Massentierhaltung verbraucht und verpestet auch wahnsinnig viel Wasser und es müssen zahllose Antibiotika eingesetzt werden.
Letzteres erhöht das Risiko, dass superresistente Bakterien entstehen. Diese Erreger könnten dann auch auf Menschen übertragen werden. Dazu hat Kurz gesagt ein tolles Video gemacht. Mehr pflanzliche Produkte essen heißt unterm Strich weniger Tiere, weniger Methan, weniger Produktion, weniger CO2, weniger Verschwendung, weniger... Mein Mann hat als Single sich nur von Tiefkühlpizzen ernährt. Ja, das ist, ich fühle mich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ich bekomme teilweise Kopfschmerzen von diesem Zeug und ich fühle mich danach auch schlecht. Also ich fühle mich so absolut ungesund, ich fühle mich echt schlecht. Ich weiß, schreibt es gerne mal rein, fühlt ihr euch schlecht, wenn ihr solches Tiefkühlzeug esst? Ich habe auch ganz viel schon davon gegessen. Gerade wenn ich auch alleine zu Hause war und so, ne? Kochen, keine Ahnung. So mittlerweile mache ich mir schon ordentliches Zeug und so. Und da gibt es nochmal aufwendigeres Zeug. Aber ich habe mich sonst immer auch so richtig beschissen ernährt. Und ich habe mich dann auch wirklich schlecht gefühlt. Es hat sich wie reine Chemie angefühlt, was ich da gegessen habe. Es ist so ungesund. Ah, nee, ganz schwierig. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, unser alle Ernährung zu überdenken, aber wie ich sehe, erklärt das Video einiges, auf jeden Fall, ja. Acker, weniger ja. Antibiotika. Das wiederum heißt, mehr Platz für Wälder, mehr CO2-Bindung, mehr Wasser, mehr Artenvielfalt, mehr Nahrung für alle. Sauline, hi, schön, dass du da bist. Es gibt unfruchtbare Länder wie die Mongolei, wo man einfach auf Fleisch angewiesen ist. Aber viele andere Länder der Welt sollten im Angesicht des Klimawandels viel weniger tierische Produkte essen. Wenn die Menschen in Deutschland deutlich weniger Fleisch essen würden, würden natürlich viele Arbeitsplätze verloren gehen. Gleichzeitig würde eine wachsende vegetarische und vegane Industrie aber auch viele neue Arbeitsplätze kreieren. Die Umsätze mit vegetarisch-veganen Lebensmitteln steigen heute schon stark. Discounter haben alleine von 2017 auf 2018 23% mehr Veggie-Produkte verkauft. Außerhalb der westlichen Welt sieht das anders aus. In Entwicklungsländern halten ca. 1,7 Milliarden arme Bauern und Viehhalter ein paar Tiere und verdienen so ihren Lebensunterhalt. Jo, Roboface, alles klar, Bruder. Ich wünsche dir viel Spaß. Für sie ist es der einzige Weg, sich entsprechend zu ernähren, und das Vieh ist oftmals ihr einzig... Manche Veggie-Produkte schmecken auch gut, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe gestern, also aber vegetarisch, ich habe gestern so Quinoa-Burger, also es war kein Burger, es war bloß dieser Patty, so ein Quinoa-Patty gegessen mit so einer anderen Gemüsepfanne. Mega lecker. War echt wirklich, wirklich was ganz Feines. Mega wertvoller Besitz. Abseits der eigentlichen Industrie würde weniger Konsum von tierischen Produkten in zwei Bereichen wahnsinnig viel Geld sparen. Menschen wären seltener krank und das Gesundheitssystem würde entlastet werden. Außerdem würde weniger Fleischkonsum das Klima ja wie besprochen enorm entlasten. Das würde wiederum bedeuten, dass die Bekämpfung des Klimawandels deutlich günstiger wäre. Ein Team von Forschern hat entsprechende Prognosen für 2050 aufgestellt. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, schätzen sie die wirtschaftlichen Vorteile aus beiden Bereichen insgesamt auf 1 Billion bis 31 Billionen US-Dollar. Ja, ihr habt richtig gehört, das sind 12 Nullen. 98% der Lebewesen in Nutztierhaltung in Deutschland leiden während ihrer Existenz. Wir ersparen euch hier... Ja, das ist, by the way, mega traurig, wenn ich das hier sehe, dass diese Schweine halt wirklich alle so eingepfercht sind. Und das ist praktisch ihr Lebensbestandteil. Also die leben, also die werden hier geboren und leben halt auch einfach hier. Die sind für nichts auf der Welt außer zum Essen. Die können sich nicht richtig bewegen. Es ist für mich persönlich, ich finde es sehr traurig, wirklich sehr, sehr traurig. Nutztierhaltung in Deutschland leiden während ihrer Existenz. Wir ersparen euch hier die Details, aber wir haben euch entsprechende wissenschaftliche Zusammenfassungen der Albert-Schweitzer-Stiftung verlinkt. Lest euch das einfach mal durch. Wenn man sich dieses Leid anschaut, muss man sich schon fragen, sollten wir aus ethischer Sicht Fleisch essen? So gut wie alle Tierprodukte, die wir heute tatsächlich kaufen können, sind auf Weisen erzeugt worden, die sich ethisch nicht rechtfertigen lassen. Deswegen sollten wir die nicht essen. Das ist Dr. Friederike Schmitz, eine führende Philosophin auf dem Gebiet der Tierethik. Sie argumentiert auf folgender Basis. Wir sollten Tieren nicht ohne gewichtigen Grund Leid und Schaden zufügen.
Da gehen wahrscheinlich die allermeisten mit. Die meisten Menschen sind ja zum Beispiel gegen Tierversuche für Kosmetik oder gegen die schlechte Behandlung von Haustieren. Ist unsere Ernährung... Es ist auch ethisch gesehen nicht vertretbar. Aber wir machen das... Wisst ihr, was das Problem ist? Wir gucken uns nicht an, wie es dort abläuft. Wir verweigern das, zu sehen, wie es eigentlich dort abläuft. Und wir sind einfach zu geizig. Ich glaube, wir sind einfach viel zu geizig, weshalb diese Konzerne überleben. Das ist das große Problem. Wenn ihr seht, beim Fleischer kostet ein Kilogramm 15 Euro. Keine Ahnung, was jetzt für ein Kilogramm. Und ihr seht das, in irgendeiner Theke gibt es das für 6 Euro. Holen sich die Leute natürlich für 6 Euro das Fleisch, weil die sagen, ja, hier, ist ja ganz bequem. Du musst nicht den Fleischer auf den Sack gehen, kannst dir das einfach rausnehmen und bezahlst. Und das ist einfach der falsche Ansatz. Und wir selber wissen gar nicht, was passiert eigentlich, beziehungsweise wollen wir es gar nicht weiter wissen. Ne? Also ich fühle mich immer schlecht. Also ich verdiene ja jetzt noch nicht so das krasse Geld, weshalb ich jetzt auch noch nicht wirklich immer das Fleisch mir holen konnte, was ich mir unbedingt holen wollte. Und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich dieses Fleisch kaufe. Ich fühle mich extrem, extrem schlecht. Weil ich weiß, die Tiere, die haben davon, die hatten kein Leben. Sagen wir einmal so, die hatten kein Leben. Und das tut mir immer mega leid. Also, ich habe auch gesagt, wenn die Ausbildung vorbei ist, und die Ausbildung ist dann ja am 20. sozusagen ist er vorbei und ich arbeite dann. Wenn die Ausbildung vorbei ist und ich gehe arbeiten, mache das noch nebenbei, dann gehe ich zum Fleischer und hole mir einfach auch das ländliche Zeug, was wirklich auch von hier kommt, von Bauern kommt, wo ich weiß, die Tiere, die hatten ein Leben und nicht so ein Kackleben wie, oder das kann sich ja schon nicht leben, denn wie bei dieser Massentierhaltung. Brauchen Deutsche einfach ihre 60 Kilogramm Fleisch im Jahr? Naja, es wäre auf jeden Fall möglich und sogar gesund, zumindest deutlich weniger Fleisch zu essen. Welche Gründe bleiben dann noch? Vielleicht Gewohnheit, Bequemlichkeit, Geschmack und Kultur. All das sind keine gewichtigen Gründe, Tieren starkes Leid zuzufügen. Fleisch zu essen macht einen natürlich nicht zum schlechten Menschen. Darauf wollen wir auf keinen Fall hinaus. Aber wir alle sollten uns zumindest einmal mit diesem Dilemma beschäftigen. Es ist absolut unrealistisch, dass die ganze Weltbevölkerung in absehbarer Zeit vegan wird. Nicht mal die Hälfte. Ich finde, also es ist übrigens seine eigene Meinung, das steht rechts unten. Das ist ein Fazit, was nicht faktisch ist, sondern was seine Meinung ist. Das nur so zur Aufklärung, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ein Fakt. Ich möchte es auch gar nicht vegan haben, aber einfach reduzierter haben. Wisst ihr? Einfach reduzierter. Es kann doch auch ein Burger King, kann doch auch nur ein paar Burger zur Verfügung stellen mit Fleisch, aber halt wirklich reduziert und vielleicht vom Bauern in der Nähe, dass der unterstützt wird, dass diese normale Tierhaltung unterstützt wird, nicht diese Massentierhaltung. Das ist einfach das Problem. Diese Burger King, McDonald's, das ist doch alles nur Massentierhaltung. Im Kaufland oder im Netto oder Aldi oder so, in diesen Regalen, das ist doch auch fast alles nur Massentierhaltung. Das ist das Problem. Einfach komplett reduzieren. Einfach einmal, lass es einfach mal einmal die Woche Fleisch essen. Reicht komplett. Das wäre vielleicht auch gar nicht für alle Teile der Welt das Beste. Aber es würde schon... Also mir persönlich würde es reichen, einmal die Woche Fleisch zu essen. Ich denke, ich könnte mich dran gewöhnen. Weil dann ist Fleisch wieder was Besonderes. Dann schätzen wir das Fleisch viel mehr. Und dann geben wir auch viel mehr aus für das Fleisch. Weil man sagt, hier, das kriegst du nicht immer. Aber es ist einfach unglaublich geil. Es schmeckt wahnsinnig gut. Dann hast du immer eine Freude. Mittlerweile, ja, es ist ja schon selbstverständlich, dass man zum Frühstück einfach ein bisschen Wurst drauf hat. Es ist ja schon selbstverständlich, dass, keine Ahnung, dass man rostert, dass man jeden Tag gefühlt grillt. Das ist einfach das Problem. Das ist einfach selbstverständlich geworden. Man freut sich gar nicht mehr so richtig krass. Weniger Fleisch und Co. essen würden. Und zum Schluss, eine bewusstere Ernährung ist nicht nur Verzicht. Sie bedeutet auch Vorfreude auf saisonale Produkte und Spaß mit neuen Gerichten und Erfahrungen. Wenn wir alle uns nur ein kleines bisschen anpassen, kann das einen gewaltigen Effekt haben. Auf unsere eigene Gesundheit und auf die Welt, in der wir leben. Cheers. Also, ich bin...
ich bin ja ehrlich, das Video hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist immer wieder schön, nochmal darüber nachzudenken oder nochmal selber darüber zu sprechen, wie es eigentlich aussieht mit dem Fleischkonsum. Sehr spannend und ich denke, ich werde mich natürlich auch mehr damit beschäftigen. Ich hatte sowieso vor, mich mehr mit Ernährung zu beschäftigen und finde es auf jeden Fall eine gute Sache.